Wir sind hier beim dritten Teil von den Fitnessmythen, was nur deswegen ein Dreiteiler geworden ist, weil sie uns ja eben so zuquatscht hier. Naja, gut. Aber ich bin eine Frau, ich darf das. Wir reden mehr. Auch ein Mythos, Frauen dürfen das. Gut, aber lassen wir ihr den Vortritt. Weiterer Mythos. Ja, einer auch meiner liebsten Mythen ist, dass Schwangere nicht trainieren dürfen. Und das ist natürlich grundsätzlich... Das ist natürlich grundsätzlich erstmal totaler Quatsch. Ich möchte mich da nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, denn es gibt natürlich Schwangerschaften, wo du auf Training und Sport verzichten solltest. Also wir sind beide keine Ärzte. Das heißt, da wirklich das auf jeden Fall vorher mit deinem Arzt abklären. Aber grundsätzlich ist Sport in der Schwangerschaft, gerade wenn du vorher aktiv warst, absolut in Ordnung. Ich habe selber eine kleine Tochter, habe auch bis eine Woche vor der Schwangerschaft trainiert und es hat weder dem Kind noch mir geschadet, im Gegenteil. Also bitte lass dich davon nicht abhalten, selbstverständlich ist da nicht mehr alles möglich und ganz, ganz wichtig, auch mal wieder eine Frage, ist Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft. Also selbstverständlich solltest du die geraden Bauchmuskeln nicht unbedingt trainieren, denn die Bauchmuskeln müssen sich öffnen und Platz machen für das Kind. Aber ansonsten ist Training in einem gewissen Rahmen angepasst eben an dein Fitnesslevel und an deine Schwangerschaft absolut in Ordnung. Also auch schwangere Frauen dürfen sich bewegen. Unglaublich, aber wahr. Naja, sollen sie eben nicht schwanger werden, ey. Das schneiden wir raus. Wieso? Das passt nicht zu dir. Alter Mythos, je mehr, desto mehr. Gilt hierfür nicht. Eigentlich ist es ja eine lobliche Eigenschaft, wenn jemand aufholen möchte, wenn jemand sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat, dass er einfach ganz viel Zeit investiert. Aber gerade beim Kraftsport wird man da sehr schnell von der Natur gebremst, denn die verlangt ein kleines bisschen an Zeit, um den Trainingsreiz zu setzen und unheimlich viel an Zeit, um sich davon wieder zu erholen und auch Muskeln aufzubauen. Also wer auch immer sich denkt, ach, ich habe jetzt 2 Jahre nichts getan, jetzt hole ich mal auf, damit ich die gleiche Brust habe wie meine besten Freunde, der kann nicht 3-mal am Tag die Brust trainieren, 7-mal die Woche und dann aufholen innerhalb von ein paar Wochen. Geht nicht. Das ist tatsächlich mittlerweile auch schon in vielerlei Köpfe drin. Aber den Umkehrschluss findet man trotzdem dann oft genug immer noch. Wenn mich Leute sehen, auf der Straße sehen, irgendwo über meinen Körper reden, heißt es immer, oh, du trainierst aber echt viel, ne? Sicherlich 5, 6, 7-mal die Woche. Irgendwo ist es doch noch intuitiv da drin. Jemand, der so aussieht, der kann ja nur ganz viel trainieren. Nein, also umso heftiger die Typen aussehen, desto eher ist es sogar oft so, dass die weniger trainieren. Ja, klingt komisch, aber die haben sich ihre Sporen verdient und man muss auch bedenken, die müssen diese riesigen Muskelberge, brauchen noch mehr Zeit für die Regeneration. Und wenn die nicht gerade handelsunübliche Mittel dafür benutzen, wertfrei gesagt hier, dann ist die Regeneration die gleiche, wie als sie noch ein Spargeltarzan waren. Und das heißt, der Körper kommt genauso schnell voran, um Muskelzellen zu reparieren. Nur, dass man, wenn er so eine dicke Brust jetzt hat und davon so viel zerstört beim Training, muss er eben so viel aufbauen. Sagen wir mal, er zerstört davon 10%. Wenn er die 10% von so einer ganz kleinen, dünnen Lappenbrust nimmt, mein Gott, da holt er einmal tief Luft und hat die repariert. Ja, also ist nicht viel hilft viel, sondern weniger ist mehr. Ja, tatsächlich. Man braucht leider Geduld bei diesem Sport, weshalb ich ja dann doch mit meinen 15 Jahren aufwarten kann. Und ich hatte die meiste Zeit auch keine Geduld, musste sie aber haben. Der Kopf hat gesiegt. Aber eben auch noch ein Mythos, du siehst doll aus, du trainierst sicherlich viel oder je mehr, desto mehr. Gib es nicht. Also besser wirklich intelligent trainieren, statt einfach nur auf ja, möglichst viel Training zu setzen. Ja, train smart. Du bist wieder. Ja, ich glaube, ich habe noch einen letzten Fitnessmythos auf meiner Seite. Und das ist, dass du Fettzellen in Muskelzellen umwandeln kannst. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Mythos ist oder einfach nur ein Missverständnis. Also die Leute meinen immer, dass man Fettzellen, die man eben überflüssig am Körper hat, durch Training in Muskelzellen umwandeln kann. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Denn eine Fettzelle bleibt eine Fettzelle und eine Muskelzelle bleibt eine Muskelzelle. Du kannst selbstverständlich Fettzellen abbauen und Muskelzellen aufbauen, aber aus dem einen wird nie das andere.
Also das ist ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass du Körperfettzellen oder ja, Fettzellen abbauen und Muskelzellen aufbauen kannst, aber du kannst niemals die eine in die andere umwandeln. Es ist eher ein Prozess. Also wenn Fett abgebaut wird, wird es nicht umsonst abgebaut, daraus wird Energie gewonnen und die Energie wird natürlich für Körperfunktion genutzt. Und am Ende kann es auch sein, dass diese Körperfunktionen dafür auch da sind, dass sie Muskelzellen reparieren und aufbauen, bla bla bla. Aber es ist keine Verwandlung. Ja. Es ist kein... Aus Fett wird kein Muskel. Ja. Ja. Hast du noch einen? Ja, eher ein Missverständnis vielleicht statt ein Mythos, aber kann man vielleicht hier noch aufnehmen, kannst du später bewerten. Und zwar gibt es immer mehr die Diskussion, es ist ja auch angekommen, dass Ernährung ein gewisser Bestandteil ist, wenn man Muskelmasse aufbauen möchte, gerade bei Männern. Und da ist es tatsächlich auch schon durchgekommen, dass die Leute sagen, oh, Ernährung ist aber auch wichtig. Und es geht sogar so weit, dass die sagen, ich habe gehört, aber das ist eine 50-50-Sache, ne? Es ist ja nicht nur Training. Aber man muss sagen, alles, 50-50, 80-20, 20-80, alles kann man über den Haufen werfen. Zum einen, wenn man Genetik mit reinbringt und auch den Trainingsstatus mit reinbringt. Sprich, am Anfang, in den ersten Monaten eures Trainings, wenn ihr das allererste Mal die Hantel in die Hand nehmt, da könnt ihr fast alles machen. Ihr könnt euch nur von Nudeln ernähren oder auch meinetwegen gar nicht ernähren und nur tief durchatmen. Und ihr könnt auch richtig blödsinnig trainieren. Ihr werdet ein paar Muskeln aufbauen. Ja? Das soll euch jetzt nicht ermuntern, das so zu machen, denn ihr werdet besser und mehr und schöner aufbauen, wenn ihr es natürlich richtig macht, train smart. Aber es wird klappen. Während, wenn ihr das hinterher nicht den richtigen Reiz setzt, da geht es eigentlich nur noch um einen Routine-Reiz setzen mit Training. Aber die Ernährung macht einen großen Teil davon aus. Und da kann man auch nicht mehr sagen, das ist 50-50. Was meint man damit? Letzten Endes ist der Trainingsreiz nun mal so wichtig, wenn der nicht da ist, dann kann ich essen, so viel ich will und Proteine nehmen, so viel ich will und Supplements nehmen, so viel ich will. Selbst Anabolika nehmen, so viel ich will, da passiert gar nichts, weil kein Reiz gesetzt wird. Ja. Andererseits, wenn ich richtig viel trainiere, aber dann keine Proteine zu mir nehme, wo soll der Körper die Masse hernehmen? Also es ist beides schon mal wichtig, zu 1% da zu sein. Von der Zeitverteilung muss man sagen, ist Training ist weniger als 10%. Ja, man trainiert 3 Stunden in der Woche, ja, auch die richtig dicken 130 Kilo Rüpel. Die trainieren 3x1 Stunde, erholen sich dann 7 Tage lang den Muskel, schlafen viel, aber essen vor allem rund um die Uhr. Die haben immer Protein dabei. Also das Essen ist ein 24-Stunden-Job 7x die Woche. Das Training ist ein 3-Stunden-Job und das nur alle 2 Tage. Ja, selbst bei Leuten, die andere Sportarten machen, wie zum Beispiel Laufen oder so, die häufiger die Woche trainieren, bleibt der Anteil des Trainings immer noch deutlich geringer als der Anteil des Essens. Des Essens, der Ruhe, der Regeneration und letzten Endes führt alles zur Regeneration. Das, was wir essen, machen wir letzten Endes auch dafür, um zu regenerieren. Also im Prinzip auch Riesenmissverständnis und dadurch kommen viele Mythen zustande, wie der Mythos 50-50 oder Training ist wichtiger als Essen oder Essen ist wichtiger als Training. Eigentlich alles ein Mythos. Das ist ein Gesamtkonzept. Genau, da muss man sich einfach ein bisschen mit auseinandersetzen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Grundlagen ist nicht allzu schwer zu lernen, ihr müsst keine Wissenschaftler werden, ihr müsst keine Mediziner werden. Grundlagenbuch über Ernährung, Grundlagenbuch zum Training und das war's. Und dann werdet ihr über so etwas aufgeklärt und könnt grundsätzlich Mythos unterscheiden von, ja, einer Weisheit in dem Sport. Ja, das war unsere erste Serie der Mythen. Machen wir mal hier einen Cut. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge andere, erst recht, wenn wir dann zu Übungen kommen, wie manche Leute die ausführen und dergleichen, wenn man das noch mit zum Mythos zählen will. Also wieder, wie immer, guckt euch noch unsere anderen Videos zu den Trainingsmythen an. Wenn ihr noch weitere Trainingsmythen habt, schreibt sie uns auf. Die können wir vielleicht gerne mal mit in der Sendung aufnehmen. Vielleicht haben wir auch welche vergessen, wo wir dann denken, ach stimmt, ja, mein Gott, das ist ja sowas von nervig. Was nervt euch? Oder wo seid ihr euch nicht sicher, ob es ein Mythos ist oder nicht? Ihr könnt uns gerne fragen. Genau, einfach hier in die Kommentare unter das Video schreiben und dann werden wir das auf jeden Fall mit aufnehmen, oder? Ja, machen wir. Und wir machen uns auch nicht unbedingt drüber lustig. Fragen darf man ja. Richtig. Aber dann müsst ihr auch die Antwort ertragen. Gut. Auf bald. Ciao.